Wir erforschen und versuchen, Wirkmechanismen zu beeinflussen, die an künstlichen und in künstlichen synthetischen Membranen stattfinden. Das können wir einsetzen, um zum Beispiel Meerwasser zu entsalzen. Wir produzieren aus diesem salzigen Wasser Trinkwasser. Das ist also eine lebenswichtige Technologie. Das Spannende ist, dass es gleichzeitig molekular-atomistisch ist, auf ganz kleiner Skala, gleichzeitig aber auch auf großer Skala mit riesigen Prozessen, die dann letztendlich viel Produkt herstellen aufgrund dieser Membranen. Wir sind inspiriert durch die Funktionselemente von biologischen Zellen, die zum Beispiel integrieren diesen selektiven Transport von Membranen mit chemischen Reaktionen. Ganz aktuell versuchen wir, große Herausforderungen zu lösen. Da geht es vor allen Dingen um die Abtrennung von CO2 aus unserer Atmosphäre und die Umsetzung dieses CO2s zu wertvollen Chemikalien.